willkommen, meine Damen und Herren. Danke. Sehr aufmerksam, vielen Dank. Bitte. Bitte sparen Sie sich diesen Applaus für später, denn wir haben ein übervolles Programm, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Oh, ich bin völlig durcheinander, weil ich den ganzen Tag so begeistert war. Und zwar mein geschätzter und wirklich sehr bewunderter Kollege Frank Elstner, der Erfinder von Wetten, dass, übernimmt ab Herbst Verstehen Sie Spaß, meine Show, die ich mal erfunden habe. Damals, als ich noch mit Paloma verlobt war, Sie wissen es, 40 Millionen Zuschauer hatte ich mit jeder Folge von Verstehen Sie Spaß, bevor die ARD sie mir weggenommen hat. Aber ich bin nicht nachtragend. Allerdings, und wir werden im Verlauf der Sendung darauf eingehen, meine Damen und Herren, Gianno Jobatai. Gianno Jobatai verliert nach 5 Jahren seinen Job und die ARD muss langsam ein bisschen aufpassen, wenn ihr einer nach dem anderen von den Besten von der Fahne geht. Jetzt auch noch Gianno weg. Bald hat man gar. Mich hat man damals auch rausgeekelt. Ja? Ich habe zur ARD gesagt, okay, ich bleibe. Ja? 2 Bedingungen. Ich war gar nicht in der Position, dass ich Bedingungen hätte stellen können. Aber das hat mir auch keiner gesagt. 2 Bedingungen. Erstens, ich möchte pro Show 2 Millionen Gage. Mark. Ja? Und ich verlange, dass die Show nur noch aufgezeichnet wird, nicht mehr ausgestrahlt. Und dann gab es eine Sondersitzung der ARD-Intendant und hat gesagt, was plant er? Wieso geht er mit dem Preis runter? Ich nenne heute noch weitere Zahlen in der Show, meine Damen und Herren. Es ist unglaublich, was Sie im Showgeschäft verdienen können. Sie sollten wirklich statt bei Jagoda die Papierkörbe zu durchwühlen, ja, sich mal überlegen, ob Sie nicht eine eigene Show aufmachen. Es ist unglaublich, was da für Summen zirkulieren. Aber ich freue mich sehr, dass Frank Elstner das macht. Frank Elstner, oder wie wir sagen, der große Bellheim des deutschen Fernsehens. Frank Elstner hat ja damals, als Frank Elstner, der hat ja schon Shows moderiert, da hatte er noch die gleiche Haarfarbe wie jetzt unser Kanzler. So lange ist er schon im Geschäft. Und übrigens, wenn Sie Urlaub machen, ich muss Sie warnen. Das heißt doch immer, bei Baden und so weiter aufpassen, Haie. Ja? Jetzt hat man herausgefunden, alles Quatsch. Ich weiß nicht, es sind 12 Leute, die pro Jahr vielleicht durch einen Hai zu Schaden kommen, aber es sind 80, die durch herabfallende Kokosnüsse, durch herabfallende Kokosnüsse getötet werden. Und das wünscht man wirklich keinem, oder? Von einer Kokosnuss erschlagen zu werden. Außer vielleicht diesem Gesindel in der Bacardi-Werbung. Jetzt weiß ich es genau. 150 Urlauber werden jährlich von herabfallenden Kokosnüssen getroffen. Und nicht immer ist Rudi Völler zur Stelle mit dem Neckar-Katalog, ja? Zum Fächeln. Kommt doch dann immer so in diesem Lokal unvermittelt rein. Wenn Sie eine neue Partnerin oder einen neuen Partner suchen, jetzt hat man herausgefunden, Hunde helfen dabei. Hätte man sich auch denken können, oder? Ist es ein Rüde? Ja, oder wie alt ist er denn? Und schon ist man im Gespräch. Und das Tolle ist, hier in Köln brauchen Sie nicht mal einen Hund. Es genügt, wenn Sie sich das Halsband selber rummachen. Als Frau hat man 2 Möglichkeiten, im Grunde einen Partner zu finden. Entweder man hat einen Hund oder man geht einfach mal am Haus von Ralf Siegel vorbei. Helmut Zellert and the Corinna Maybank. Heute Abend haben wir Top-Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde der versteckten Kamera. Heute Abend haben wir einen Mann da, der in seinem Sport alles gewonnen hat. X-facher Weltmeister, x-facher deutscher Meister, Goldmedaillengewinner, jetzt wieder, zuletzt nochmal in Salt Lake City im Zweierbob. Der Goldmedaillengewinner im Zweierbob, heute Abend bei uns Christoph Langen. Und das ist die CD unseres
Comedy-Paares heute, die gerade mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet worden sind, haben auch schon den Salzburger Stier gewonnen. Und zum ersten Mal heute Abend bei uns Ursus und Nadeschkin. Comedy aus der Schweiz. Es reicht jetzt langsam mit den Beschwerden und mit den Störungen. Ich sage es Ihnen immer wieder, PISA-Studie. Ja? Sie wissen es, unsere Schüler werden immer blöder. Wir fangen ab heute an, hier in der Show Klassenbuch zu führen. Es wird gestört bei uns. Es sind Einzelne unaufmerksam. Es gibt Zwischenrufe. Es gibt Leute, die unentschuldigt fehlen. Ja. Noch schlimmer, es kommen Leute, obwohl sie gar nicht eingeladen sind. Und das alles wird jetzt hier im Klassenbuch festgehalten. Wir fangen heute an. Am Dienstag, das hat mich schon wieder irritiert in diesem Klassenbuchvordruck. Da steht von Montag den bis Sonnabend den. Wieso das eigentlich? Hier, können Sie es sehen? Von Montag dem bis Sonnabend den. Wieso ist es denn einmal Dativ und einmal Genitiv, Akkusativ? Meiner Meinung nach müsste es immer den heißen. Ja, eben. Kann man sich nicht mal mehr auf die Klassenbücher verlassen? Ist das auch schon wieder Pfusch? Wahrscheinlich. Wer macht das? Verlag Langenkemper in Hamm. Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe verboten. Ist das korrekt, Verlag Langenkemper? Könnt ihr uns da morgen mal eine Mail schicken? Aber wahrscheinlich könnt ihr eh nur simsen. Den, okay, Gruß. Wieso heißt es Montag dem und Sonnabend den? Aber ich habe keine Zeit zu verlieren, genau, mich damit aufzuhalten. Ich schreibe, ja, wieso genau? Ja, weil das Programm so übervoll ist. Das Programm ist übervoll. Ich schreibe jetzt schon mal rein. Dienstag, Aufgabe, Monolog. Ja, Thema war, verstehen Sie Spaß? Das offizielle Verstehen Sie Spaß, Kürzel VSS. Verstehen Sie Spaß? Habt ihr das immer so gemacht? Bitte? Wie ist das bei euch so? VSS? Ja, VSS. Verstehen Sie Spaß? Da muss ich ja gar nicht umgewöhnen. Jetzt heißt es HSS. Jetzt heißt es HSS. Ja. Ja, und meine nächste Show heißt vielleicht... MSS oder MSS, HSS und die Show dazwischen hieß Psst, mit 3 S. Hunde und Thema Kokosnüsse. Kokosnüsse, da wird alles aufgeschrieben. Jetzt kommt gleich Thema Wahlumfrage. Und da muss ich hier eben auch unterschreiben, ne? So. Wer stört, kriegt einen Eintrag. Ja. Ja. Und das Klassenbuch wird auch in Physiksaal und Biologiesaal hinterhergetragen. Ja. Ja. Toll. Freue ich mich schon drauf. Hoffentlich stört einer, damit ich ihn eintragen kann. Wir kommen zu unserer Wahl. Und ich war so begeistert, dass Frank Elster jetzt, verstehen Sie, Spaß übernimmt. Verstehst du? Obwohl, natürlich auch Tscherno hat es großartig gemacht. Damals auch Knut Felix war fantastisch. Es war eigentlich immer spitze. Aber es war, am besten war es, als ich es gemacht habe. Ehrlich? Jetzt mal ganz ehrlich. Das war doch richtig. Haben wir jetzt hier reingeschrieben, Publikum tobt. Das geht aber besser. Wie besser? Na, toben ist doch richtig mit so, huhu, five, five. Nö, aber heute, du wirst sehen, ich würde sagen, vom Wahlergebnis heute, ja, wir kommen gleich dazu, aber von der Abstimmung her würde ich sagen, heute PDS-Anteil 20%. Knapp vor der CDU. Glückwunsch auch CSU, es lief ja geil in Bayern, oder? Lass Sie nicht irritieren von dem, was in der Zeitung steht. War doch ein Erfolg, oder? Ja, Stoiber hat gesagt, die Städte sind ja gar nicht so wichtig. Weißt du, wen ich heute Mittag im Fernsehen gesehen habe? Nee. Was, die Städte sind nicht wichtig? Nein, die Städte repräsentieren nicht Bayern, hat er gesagt. Ach so, ich dachte, er möchte Angriffe. Nein. Ja, wieso, wenn ich von einem Politiker... Ja, entschuldigen Sie mal, bitte. Wenn ich von einem Politiker höre, Städte sind nicht wichtig in diesen Zeiten, dann heißt das für mich uneingeschränkte Solidarität, oder? Heute Mittag sitze ich und bereite mich auf die Show vor, ja? Warum? Ich gucke Pastor Fliege, wie fast jeden Mittag, ja? Und wen sehe ich da? Daniel Thoma. Ach. Ja,
die noch, glaube ich, oder Ex-Gattin des noch, nein, des Ex-Chefs von RTL. Und das Thema war Schatten. Schatten? Schatten. Schatten im Sinne von keine Sonne. Ja? Und da saß Frau Danielle Thoma und erzählte in einer Ausführlichkeit, die Pastor Fliege nicht gefallen haben kann. Ja? Wie sie mal wen zu Gast hatte, und es war eine Ehre für sie, ihn zu haben. Wer war das? Pierre Brice. Na. Manfred Stolpe. Ach. Manfred Stolpe war zu Gast im Hause Thoma. Und es gab Wein. Und Manfred Stolpe machte ihr ein Kompliment und er machte einen Toast auf die Gastgeberin, wie toll sie Wein auskennt. Ja? Die Sorten erzählt und die Jahrgänge und so weiter. Und, das, und sie hat das alles ausgeführt. Und du merkst, dass der Fliege schon mal wollte, ja, und wie war es im Bett und so. Ja? Also, die Fliege wollte mal wieder an die substanziellen Sachen. Und sie erzählt das aber mit sehr, sehr viel Charme und mit dieser ganzen Grandezza. Und das Ministerpräsident Stolpe sagte, also die Trauben, und sie kennen sich ja aus. Und sie merkte schon, wie ihr Mann, also damals noch Herr Thoma, so komisch guckte. Ja? Und dann sagte Ministerpräsident Stolpe, das muss ich mal sagen, Herr Thoma, Ihre Frau kennt sich ja auch mit Wein fabelhaft aus. Und da machte Herr Thoma eine kurze Pause, sagte Frau Danielle heute bei Pastor Fliege, und dann sagte er, warum denn? Die kann doch gerade mal einen Roten von einem Weißen unterscheiden. Und da merkte sie, dass so ein Bruch in der Ehe war. Habe ich heute Mittag gesehen. La 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 la, I'm blue by you. Das war doch immer geil, als ich das gesungen habe. Verstehen Sie Spaß, oder? Jede Sendung habe ich eröffnet mit Blue by you. Da, 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 da. Schatzeli, magst du auch ein Spaghetti? Bist du sicher, dass die beiden, die nachher kommen, nicht Kurt Felix und Paola sind? Nicht, dass sie sich hier reinschmuggeln. Als Comedy, schauen Sie mal, also die, eine Ähnlichkeit ist da. Oder? Ja. Und in der Mitte, das ist Tscherno. So, wenn morgen Wahl wäre, wie würde unser Studiopublikum entscheiden? Wahlberechtigt heute 250, Damen und Herren. Gültige Stimmen 216. Wahlbeteiligung 86,4%. Sehr gut. Für die CDU-CSU 26,4%. Für die SPD 32,4%. Für die Grünen 10,6%. Für die FDP 22,2%. Und für die PDS 8,3%. Mit eines der besten Ergebnisse für die PDS. Ja. Bisher. FDP ganz groß und für die CDU-CSU mit das schlechteste Ergebnis, das sie bisher hatten. Ja, aber mit der FDP reicht. Süß. Mit der FDP reicht. Ja. 48%. So. Welches Bier trinkst du heute? Ich trinke heute passend, oder willst du raten? Ich möchte raten. Ich möchte raten. Das Bier heißt so, wie die Schauspielerin, von der Thomas Gottschalk sagt, sie sei die beste deutsche Schauspielerin. War sie bei Wetten, dass? Also nicht jetzt am Samstag, aber schade. Ja. Da hatte ich auch so ein Zepp-Erlebnis. Ja? Ja, ich habe auf RTL 2 natürlich Casino geguckt, das ist ja klar. Joe Pesci, De Niro, da sitze ich vor dem Fernseher und gucke Casino. Ja? Und gegen Ende kommt doch die Szene, wo Joe Pesci Sharon Stone die Treppe runterprügelt, mhm, ja, und schreit, warum habe ich mich jemals mit dieser verdammten Nutte eingelassen? Ich blödes Arschloch, warum habe ich mich jemals mit dieser blöden Nutte eingelassen? Ja, dann kam Werbung, Teppich rüber, sehe ich, wie Anni Friesinger bei Gottschalk auf der Couch lacht. Und irgendwie dachte ich mir, das Leben kann unfair sein. Thomas Gottschalk ist die beste deutsche Schauspielerin. Ja. Berbenbier? Bitte? Berbenbier? Berbenbier. Nein. Zickt nicht rum. Ferresbräu. Ist nicht aus der Luder-Fraktion. Schauspielerin? Mhm. War schon öfters bei... Oh, Respekt.
Maiselbräu. Genau, Maisels Weiße. Fantastisch. Alkoholfrei. Als Respekt vor Frau Maisel. Aber man schreibt es, glaube ich, mit. Aber ich hätte, eigentlich bin ich enttäuscht von dir. Wieso? Ich hätte erwartet, passend zur bayerischen Kommunalwahl. Ja, aber das ist mir nicht groß genug als Ereignis. Ja? Ja. Ich hätte erwartet, dass du heute Krombacher trinkst. Ach, Entschuldigung. Aus Respekt und Anerkennung vor unserem lieben Freund, vor der uneingeschränkten Nummer 1 im deutschen Fernsehen. 11 Millionen Zuschauer wieder gestern Abend. Günther Jauch. 11 Millionen Zuschauer. Und ich habe es am Freitag gesehen. Hast du am Freitag gesehen, wer wird Millionär? Ja. Die Kandidaten waren sehr gut, aber diese Frage, wie viele Artikel... Das war schwer, hatte ich auch falsch. ...sind die Grundrechte im Grundgesetz? Das war, ich habe mir schon gedacht, dass da was kommt, weil mit diesen Grundrechten. Aber 19 Grundrechte. Zum einen muss man sich fragen, brauchen wir überhaupt 19 Grundrechte? Ja? Würde es nicht reichen, wenn es heißt, alle sind gut drauf, ja? Jeder ist supi und wir gehen gerne lecker essen. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ja? Aber das war schwierig, aber die Frau hat einiges gewusst. Einiges. Ja. Aber ich hätte auch 143 gesagt. Ja, ich auch. Und jetzt lese ich heute, also auch gelesen, Günther Jauch einen Werbevertrag mit Krombacher und er soll dafür... €10 Millionen bekommen. Boah. Ja, hast du es auch gelesen? Ja. Er ist jeden Euro wert. Ich würde ihm auch 20 Millionen zahlen, wenn ich der Firmenchef wäre. Ja? Aber das sind natürlich Summen, wo man sagt, 10 Millionen Euro. Wahnsinn. Ich habe nie für Werbung 10 Millionen Euro bekommen. Ich hoffe, es sind auch geile Spots und so. Weil zum Beispiel, ich würde nie Werbung machen, wo die Spots scheiße sind. Ja. Aber es ist ja so ein Komplettpaket. Der ist ja dann auch in den Briefkästen drin. Und also wie bei SKL damals. Ja. Überall Günther drauf. Gut, das ist natürlich ein Big Deal, wie das im Business eben heißt. Aber 10 Millionen Euro. Wahnsinn. Gut, da gehen auch Steuern weg. Aber es ist so viel wie 10 Millionen netto. Mark. Genau. Gewesen wäre. Ich rechne immer noch in Mark. Ich gehe wo rein, sehe den Europreis, rechne um, wie viel sie mag und dann zeige ich einen Euro. Ich kann mir das nicht abgewöhnen. Du hättest heute Krombacher trinken können. Ich trinke jetzt jeden Tag, wenn das klappt, dass Günther ja auch die Werbung für Krombacher macht, trinke ich jeden Tag zum Frühstück Krombacher. So. Das war also Meißelbier und ich habe mich auch schon wieder so geärgert. Ja? Schon wieder habe ich mich geärgert. Wisst ihr, ist doch so, man ist in Berlin, in unserer Hauptstadt, man will mal ins Theater gehen und plötzlich sieht man da ein Plakat. Boah, Mario Adorf auf der Bühne. Der größte deutsche Filmstar kehrt wieder zur Bühne zurück. Ja? Und dann kauft man sich eine Kritik, weil man vielleicht wissen will, wie ist es denn? Nichts als Verunsicherung. Ja? Süddeutsche Zeitung und Frankfurter Allgemeine Zeitung, die wichtigsten Zeitungen, was Theaterkritiken angeht. Und hier steht zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung, schauen Sie an, was in der Süddeutschen Zeitung steht, hier, über Mario Adorf. Also, ohne dass gleich wieder jemand nörgelt, dass er ja nur zwei Gesichtsausdrücke mitgebracht hat, die sich auch noch fatal ähneln und fein changierend in etwa versuchen, eine Darmkolik zur existenziellen Erfahrung zu verklären. Pfui, wer aber sowas sagt, das muss man auch erstmal können. Über die gleiche schauspielerische Ausdrucksfähigkeit heißt es hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung: Doch Mario Adorf verfeinert ihn mit brillantem Minimalismus zur filigranen Kaltnadelradierung, während Ilse Ritter die Luft mit immer neuen Pirouetten zum Singen bringt. Er spielt mit fast nichts, sie mit Haut und Haaren. Das ist derselbe Vorgang. Einmal heißt es Kaltnadelradierung, eine äußerst filigrane Kunsttechnik. Das andere Mal heißt es nur zwei Gesichtsausdrücke. Haben beide dieselbe Aufführung gesehen? Was soll ich als Zuschauer, der sich eine Karte kaufen will, davon halten? Genau das Gleiche mit der Regie. Hier. Schön, dass sich der Regisseur Harald Clemen völlig in den Dienst seiner Schauspieler gestellt hat, sich zurückgenommen hat und sozusagen verschwunden ist, im demütigen Staunen vor ihrem Bedürfnis, den Text einmal ungestört zu verkitschen und jedem Wort nachzublicken wie einem kostbaren Schmetterling.
Wie sieht das eigentlich aus, wenn das ein Schauspieler macht? Das ist wahrscheinlich dann irgendwie so eine Selbstverliebtheit in diesen Text, den man spricht, oder? Und der Regisseur sagt, super. Über den gleichen Regisseur steht hier in der FAZ, gespart wurde zwar ein Bühnenbild, das Martin Kukulis als angedeuteten großräumigen Waggon mit breiten Fenstern entworfen hat, sowie am Regisseur, denn Harald Kemen beglückt sie mit ausgeprägter Zurückhaltung samt unerheblicher Choreografie. Positiv. Positiv. Eindeutig. Und so wird es auch sein. Ja. Ich glaube, dass es eine tolle Aufführung ist, die vielleicht gar nicht in Worte zu fassen ist. Und beide Kritiker ringen nach Worten, um das Unbeschreibbare zumindest annäherungsweise zu beschreiben. Was soll das heißen, zwei Gesichtsausdrücke? Minimalistische Kaltnadelradierung. Die Lust am Lesen heißt das Stück. Mann des Zufalls von Jasmina Rezas am Renaissance-Theater in Berlin. Ich gehe dahin. Prost. Prost. So, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema, nämlich Internetmissbrauch in unseren Büros. Oh ja. Auch bei uns in der Firma wäre das möglich, wenn wir nicht eine firmeneigene Stasi hätten, die sozusagen ihren Lebensinhalt darin gefunden hat, zu schnüffeln, was machen die Mitarbeiter in ihren Computern. Sie arbeiten für die Show, natürlich. Und weil diese Show weltumspannend ist, ja, kein Würmchen, kein Tierchen ist bedeutungslos genug, um nicht in unserer Show stattzufinden, zählt auch jedes Thema, das in dieser Show gewünscht wird, für das Internet. Man kann zu jedem Thema im Internet nachschauen in unseren Computern und es passt immer für die Show. Und hier im Spiegel steht, wo waren das? Du hast es gelesen, Beamte in Niedersachsen. Genau. Ja, nutzen also 44% des Computers privat. Hier sehen Sie mal aufgelistet, wofür das gemacht wird. Ja, Einkaufen 7%, Lifestyle 6,5%, Pornografie 4,6%. Das ist deswegen so niedrig, weil die meisten sich natürlich aufgeilen beim Einkaufen. Verstehst du? Wozu sollst du noch auf Pornoseiten gehen, wenn du geil wirst, wenn du irgendwie ein paar Schuhe siehst oder so? Kino, Fernsehen 2% und insgesamt 44%. Und wir haben gesagt, okay, bei unseren Mitarbeitern, die Firmenstasi geht los, Hände auf den Rücken, auf den Boden legen und wir sagen natürlich nicht, welcher Mitarbeiter es ist, aber das sind zum Beispiel Seiten, die auf diesem Computer angeklickt wurden. Deutschebahn.de, Google, LTU, Lufthansa, Deutsche Bahn, Synedom, ZDF. Das ZDF hat einen Internetanschluss? Ja. Spiegel Online, was ist Fight to Win? Keine Ahnung. Aha, das ist für mich eine klare Dings. Der Mitarbeiter geht auf deutschebahn.de. Scheiße, um die Zeit geht kein Zug mehr. Geht zu Google und sucht, wie komme ich sonst noch weg? Okay, Sie sind demnächst arbeitslos und Ihre Frau ist weg. Gehst automatisch weiter zu LTU. Und von LTU gibt es auch den Flug. Dann geht es wieder auf Lufthansa zurück auf Deutsche Bahn. Na scheiße, gehe ich ins Kino. Das ist nicht Deutsche Bahn, das ist Deutsche BA. Ah, das ist Deutsche BA. Ja. Verstehe. Das ist eine tolle Fluggesellschaft. Lufthansa ist auch toll, aber Deutsche BA hat diese tollen, lustigen Durchsagen. In wenigen Minuten sind wir in Berlin. Achten Sie darauf, dass Ihr Gegenüber angeschnallt ist. Und das Flugzeug schreit sich weg. Also ich mich auch, ich finde es super. Wirklich. Diese Ansagen sind ganz, ganz, ganz toll. So Comedy-Ansagen. So, das hier hatten wir. Das ist die nächste Seite. Die ist aber fast ähnlich, sehe ich gerade. Schmidt.de, Bahn.de. Vielleicht hing das auch im Zusammenhang mit irgendeiner Aktion mit der Bahn. Das kann sein. Ja. 1822 direkt ist eine Direktbank. Glaub schon. Kleines ja. Bankgeschäft getätigt. Ja. KVB, Kölner Verkehrsbetriebe. Kress ist das Branchenmagazin, wo immer drin steht, wer demnächst gefeuert wird. Genau. Da erfahren Sie eigentlich auch die Gefeuerten. Ja. Spiegel Online, WDR Online,
wahrscheinlich schon Lufthansa, Burgtheater. Oh, 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 oh. Wer ist das? Das bist du. Das ist dein Computer. Burgtheater und Grimme-Preis. Was hat denn das mit mir zu tun? Also. Du hast bei Burgtheater geguckt, welche Vorstellungen sind. Ja? Kölnbahn. Niemand außer dir fährt Bahn in Köln. Und Grimme-Preis, natürlich. Wann gibt es die Grimme-Preise? 22. März. Du kriegst ihn aber. Ist nicht entschieden. Harte Konkurrenz dieses Mal. Aber ich meine, dran wäre ich wieder. Aber da muss man vorsichtig sein. Mit solchen Äußerungen verdirbt man sich natürlich leicht mit der Jury. Oh ja. Obwohl wir dreimal nominiert sind. Die eine Jury hat schon getagt und die andere tagt noch. Wann wird das bekannt gegeben? Am 22. März. Ja, nur diese Spezialgrimme-Preise, genau. Für die du nominiert bist. Für dein du Lebenswerk. Auch. Ja, aber ich krieg da, und dann gibt es noch so einen anderen Grimme-Preis. Ja, für den anderen Grimme-Preis, das wird bekannt gegeben. Auf jeden Fall vorher. 12. März. 12. März, ist schon nächste Woche. Genau. Dann kann man es ja wissen. Genau. Wahrscheinlich wollen sie uns hinlocken. Wahrscheinlich kriegen wir den Grimme-Preis nicht, der bekannt gegeben wird. Und dass wir wie so Laien hinfahren in der Hoffnung, dass wir am Abend dann genannt werden. Diese Jurys sind sehr sensibel. Ich weiß das von der goldenen Kamera. So, jetzt haben wir hier noch eine. Welche soll ich noch zeigen? Hier. Die habe ich überhaupt nicht kapiert. Die hier. Amazon ist klar. Ja. Bücher eingekauft oder was auch immer. Google, klar. Teleauskunft. Da sucht ein Mensch Hilfe. Erst bei Google, dann bei Teleauskunft. Was ist jetzt.de? Das ist das Magazin der Süddeutschen Zeitung. Genau. Ja. Was ist Propaganda Leaflets? Keine Ahnung. ArtPro. I want one of those. Monitor Pop. Eine CD von Bettnarz oder was ist das? Kinkade, Rino, Schmitty. Was sind das denn für Homepages? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht irgendwas Technisches, Grafisches? Könnte sein. Könnte man mal reingehen? Ja. Testweise. Vielleicht weiß auch die Firmenstasi, was ist das? Willst du jetzt reingehen? Ja, geh doch mal rein, testweise bei I want one of those. Oh Gott. Ivan. Moment, ja, warte. Ton. Nein, Moment. Ivan. Also www, ja? www, dann Punkt, ja? Ja. Ja. Dann Ivan. Also I want, ne? I want, alles zusammengeschrieben. One ja. Of those. Those. Hello, there is a cake under your desk. Punkt, com. Das ist sowas. Ja. Kriegst du so alles. Lifestyle, Outdoor Life, Cool Kitchen, Toys and Games, Gadgets and Tools, Mother's Day, 12th March. Keine Ahnung, was man da soll. Delayed Gadgets. Sehr merkwürdig. Ja. Wer geht denn in sowas? www, hier, das ist eine interessante, das zeige ich auch mal, das ist sehr gut. Das hat auch eine Logik, diese Reihenfolge hier. Schauen Sie mal. www, eBay, www, Zeppi Baby, www, Donito, Kieser Training, Arbeitsamt. So. Jetzt war der da.